Hallo, herzlich willkommen zurück bei Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wir haben diesen Boss vor der Nase. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge war das ein bisschen unangenehm. Meine Geisteskraft ging zur Neige und je weniger davon vorhanden war, desto mehr fiel ich dem Wahnsinn anheim. Jetzt versuchen wir also mit ein bisschen Pause nochmal wieder anzurennen gegen dieses Biest. Und ich habe ja diesen Blattbild immer noch. Und ich habe komplett vergessen, mit was für einem Bild ich angerannt bin, bevor ich das umgebaut habe auf Blattbild. Weil ich hatte die Idee, vielleicht nochmal gegen den diese Holy-Welle zu versuchen. Und dann habe ich überlegt, warte mal, hatte ich die vielleicht in der letzten Session nicht zu Beginn, diese Holy-Welle, und die hat überhaupt nicht funktioniert? Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob der Chat das noch weiß. Falls es jemand noch weiß, ob ich diesen Holy-Bild schon mal hatte gegen diese Male da, dann sagt's mir gern. Ansonsten habe ich jetzt ja alles schon auf Blutbild und gehe nochmal rein. Oh, alter Schwede, gegen den bin ich ja wirklich schon oft ran. Ich habe schon wieder alles vergessen, was der nochmal macht. Metir. Oh Gott, den habe ich noch auf dem Schirm gehabt. Geil. Das finde ich zum Beispiel richtig frech. Au, 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 au. Nein, nein, nein. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht besudelt sein mit so einem Scheiß. Fuck, jetzt macht er nochmal so. Ah, nein, 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 mach diesen. Oh, geil. Ich habe aus irgendeinem Grund an ihn vorbeigekommen. Das ist dieser Kitzler. Das ist so frech. Nein, weg, weg. Ah, oh, ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Unnötig. Nein, es kommt wieder sowas. Ich kann überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Oh Gott. Oh Mann. Ey, ich weiß überhaupt nicht, wie man da. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich komme nicht mehr dazu, irgendwie zu schießen. Ich komme gar nicht mehr an ihn ran. Oh Gott, jetzt ist diese Geschichte hier wieder. Ja. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin nur am Ende nicht mehr an ihn rangekommen. Ich fand das zeitweise fand ich das gar nicht schlecht. Aber jedes Mal, wenn ich auf Distanz war und versucht habe, jetzt muss ich mich ihm nähern, ich muss dann mal wieder ein bisschen was machen hier, ein bisschen zuschlagen, kam ich nicht mehr ran. Weil er hat mir immer Schaden gemacht, dann musste ich wieder mich heilen. Und dann hat er wieder irgendwas ausgeteilt. Ich kam nicht mehr in die Schläge. Hallo, dicker Mann! Ja, da hätte ich einfach rollen müssen. Autsch, jetzt habe ich wieder massives Problem.
Ja, okay. Ah ja, warte. Ah, fuck. Fuck. Au. Okay, ich glaube, muss ich einfach weglaufen, oder? Okay, überhaupt keine Chance. Nein! Dumm. Das war am massivsten, das war die unnötigste Unnötigkeit aller Zeiten. Warum habe ich mich denn da geheilt? Hätte ich einfach nur rollen müssen, bis er sich ausgetobt hat. Das war wirklich richtig dumm. Na, wenigstens selbst verschuldet, ne? Je länger das geht, desto unangenehmer wird das wieder. Okay, jetzt macht er wieder drei davon. Eben nur zwei, jetzt drei. Zählt nicht. Das fing an damit, dass er einfach zwei gemacht hat. Drei gemacht hat. Damit fing das an. Und dass ich zu gierig war. Bin auch ein bisschen gierig jetzt. Ba ba ba, ba 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 ba. Nö, ich bin nicht entmutigt, alles gut. Aber ich hab schon, also der ist schon echt nervig. Aber ich hatte schon andere nervige Bosse, ich kenne mich aus mit Nervigkeiten. Ich darf nur meine Konzentration einfach nicht verlieren. Oder solche Sachen halt, ne? Das war einfach komplett albern wieder. Dann hat er wieder drei gemacht. Und jetzt macht er wieder irgendwas anderes. Auch das war einfach schlecht von mir, komplett selbstverschuldet. Ja, jetzt bin ich hier wieder in so einem Gefängnis aus Heilung. Komplett schlecht, einfach schlecht. Komplett schlecht. Diese Runde ist komplett schlecht. Ich habe die Original nicht einmal getroffen. Stille ist gut. Reden muss nicht sein, Stille ist auch nicht, sagt Trajan. Und exakt, das mache ich jetzt. Stille. Ich rede jetzt einfach nicht. Ich halte jetzt meine Klappe. Können wir das beschleunigen, bitte? Ah. So. Okay, ich habe einfach überhaupt nicht auf meinen Lebensbalken geguckt. Einfach komplett ignoriert. Komplett ignoriert. Komplett ignoriert. Ja, die ersten 1, 2, 3 Tries sind eigentlich immer die besten, wenn man so nach einer Pause zu einem Boss läuft. Und das, der eine Try, der hätte es eben sein müssen. Ich darf dem jetzt aber nicht nachhängen. Muss einfach entspannt bleiben. Aber der eine Try, als ich damit 6 Flasks eigentlich schon soweit war. Okay, der war jetzt verzögert.
Er hat nicht viel. Was man einstecken kann. Der letzte Try ist immer der beste, ja. So. Eigentlich müssen wir es schaffen, aber ich spiele immer noch so ein bisschen mit dem Gedanken, diese Holy Welle zu machen, weil man, glaube ich, aus der Distanz, wenn man nicht direkt vor ihm steht, kann das schon gut funktionieren. Ich nehme immer Schaden, obwohl ich richtig... Auch das hier, das ist einfach der so massiv... Guck mal, der ist so groß einfach. Auch hier wieder, einfach 3, 4... Oh, ich mag den nicht. Gehe ich mit der Holy Welle rein? Macht die überhaupt genug Damage? So, auf Halbdistanz, was will er machen, ne? Was will er machen? Kann ich nichts machen. Ich probiere noch ein, zwei Mal so. Und dann gehe ich nochmal auf Holy Welle. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren können. Das hat zwar eine sehr lange Dauer, bis das gecastet wird, aber weiß nicht, wie viel Schaden er dann nimmt. Wir werden sehen. Das meine ich, das ist egal, wie ich rolle. Ich meine, ich kann ja mittlerweile rollen. Ich weiß ja schon, was grundsätzlich von mir erwartet wird, aber... Auch hier wieder in der Heilfalle. Aber ich meine, aus dieser Distanz kann man gut diese Welle machen. Ich habe einen halben Lebensbalken. Ja, und jetzt bringt die komplett verschwendet einfach nur. Guckt euch dann, was ich für Schaden nehme. Das ist einfach komplett lächerlich. Guckt euch mal, was ich für Schaden nehme. Ist die Wand. Hilfe! Einfach keine Chance. Keine Chance. Das ist schädlich. Ich hänge in seinen Fingern! Ich habe auch übrigens meine Träne gar nicht genommen. Ich hing wirklich gerade in seinen Fingern.
Höchst unangenehm. Egal, wir bleiben stabil. Stabilität, 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 Stabilität. Ich könnte noch mal versuchen, wenn... Aber das Schild, da muss ich immer hin und her. So, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Den haben wir noch nicht benutzt. Der könnte hilfreich sein. Keine Ahnung, wie ich das verhindern kann. Die Finger um mich rum. Da war ich zu gierig, aber da waren halt auch die Finger, die habe ich völlig aus dem Auge verloren. Why? Why? Da 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 da. Why? Habe ich irgendwas zum Schnabulieren noch dabei? Vielleicht irgendwas so, was irgendwas erhöht, einen Schaden erhöht oder sowas? Ja, was haben wir denn? Sowas hier. Das hier, ne? Sowas kann man mal essen. Ich nutze kaum diese Consumables. Warum eigentlich nicht? Ich nehme jetzt mal ein bisschen was hier mit in den Snackbeutel. Also, wir nehmen... Das packe ich in den Snackbeutel. Und dann snacke ich mal ein bisschen was. Was haben wir noch? Körperliche Angriffe. Ja, sowas kann ich doch einfach mal machen. Sowas hier auch. Fleisch. Wieso nicht? Mach ich einfach. Noch nie gemacht. Machen wir jetzt. So, dann essen wir jetzt einfach alles, was ich habe. Essen wir einmal durch. Go.
Wir sind schon wieder an so einem Punkt, an dem ich mich eigentlich nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, ich habe den jetzt. Das ist nur eine Frage von 2-3 Tries. Jetzt bin ich schon wieder an so einem. Jetzt bin ich schon an so einem ganz unangenehmen Punkt. Ich kann nur einen von den Buffs benutzen, ja, okay. War mir nicht sicher. Aber wenn der sich überschreibt, ist natürlich dann Quatsch. Okay, dann müssen wir die irgendwie nacheinander. Oh, was habe ich jetzt gefressen? No! Jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich auch noch die Ausdauerflasche weggesnackt. Ja, das könnte natürlich jetzt ein Problem werden. Fuck you. Auch nicht was. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Echt nicht. Und, ja, okay, ich hänge an der Wand. Schlechter Ort, schlechter Ort, schlechter Ort, schlechter Ort. Oh, ich habe keine Chance. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um da wegzukommen. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, wie man das kontern soll. Du kommst jetzt mal wieder runter da oder was? Oder? Fuck you einfach. Das ist einfach komplett lame. Die Lameness ist so groß. Ich mache jetzt was anderes. Ich brauche mal eine Abwechslung. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon mit Holy Damage reingegangen bin, aber ich probiere jetzt mal. Dann nehmen wir den Topf. Dann. Machen wir das immer ganz anders jetzt. Hab ich irgendwas. Hatte ich irgendein. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, tatsächlich, bei dem, was ich jetzt vorhabe. Weiß ich nicht. Dann nehme ich. Habe ich so Holy Damage? Nicht Resistenz, sondern. Irgendwas, was Holy Damage stärkt. Kann ich was craften?
Was mir die Holy Damage stärkt. Das ist Immunität, Immunität. Aber ich will ja... Das kriege ich daher nicht drüber. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen... Habe ich einen Talisman, der gut ist für Heiligen? Welcher ist das? Der ist ja nur Resistenz. Warte, welcher war denn das noch? Das ist Quatsch. Zaubereien. Ich weiß nicht, ob ich sowas habe. Schadensresistenzen. Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Den nehme ich jetzt mal. Und das hier nehme ich jetzt auch. Eigentlich müsste... Ja, er hackt mich ja auch oft von oben. Müsste eigentlich beide nehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt den noch nehme, sind wir bei großer Last. Ich guck mal, was ich, wenn ich jetzt das rausnehme und den noch nehme. Okay, wenn ich jetzt einen kleinen... Ja. Das kleinere nehme, so wie den hier zum Beispiel. Und wenn der Mist mittleren... Oh Gott, wir sehen sehr lustig aus. Das ist mal jetzt eine komplett andere Herangehensweise. Ich hoffe mal, das Schwert ist jetzt nicht nur unnötig schwer. Nee, es geht. Ach, fuck, eigentlich müsste ich noch einen anderen Talisman nehmen. Und zwar den mit der Doppel... Na. Eigentlich müsste ich... den hier noch nehmen. Wo bist du? Da. Den müsste ich eigentlich noch nehmen. Komm, probieren wir mal lieber den. Whatever. Probieren wir mal was Neues. Ich hab, muss mal was ausprobieren. So. Mal gucken, ob ich in der Distanz bleiben kann. Okay, das war selber schuld. Okay, das ist einfach komplett schlecht. Natürlich geil gegen diese Viecher, die er ruft. Das ist einfach komplett lame! Oh, ich habe gar kein Dings mehr. Oh Gott. Gar kein Mana mehr. Ich nehme zu viel Schaden. Das war
deutlich zu viel. Ich komme hier gar nicht mehr aus der Schadensspirale raus. Abstand noch nicht gefunden. Ja, okay, das war's. Wenigstens habe ich ihm die Kinder noch geraubt. Nee, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert, da war der Blutbild deutlich besser. Ich hatte das Gefühl, ich roll auch verdammt fett. Aber das sieht einfach auch nur so fett aus. Ich muss natürlich irgendwann auch nochmal wieder an ihn ran. Dieser Talisman, dass ich mehr Schaden mache, der bringt mir auch nichts, wenn ich gar nicht zuschlage, sondern nur das mache. Ich muss auch schon nochmal wieder ab und zu mal ihm ein Schwert eingeben. Warum? Ich hab das Gefühl, ich bin fetter als sonst. Ich bin an der Wand, fuck. Zum Heulen. Ja, es funktioniert nicht so gut. So, das habe ich gar nicht mehr. Oh, toll. Da ist er in die Wand gerannt. Mann. Das war eine dumme Idee. Das war eine dumme Idee. Ich sollte mal Folgendes machen. Ich darf mich nicht so sehr auf diese Welle da fokussieren. Ich laufe einfach hin, ich hau ihn ganz normal, gebe ihm ein bisschen was und dann muss ich ab und zu in die Halbdistanz gehen. Ich muss variieren. Ich muss ihn verwirren. Er darf nicht sich sicher sein, wo stehe ich, wo will ich hin. Ich versuche jetzt, ihn einfach mal damit zu prügeln. Machst du das? Oh, hör auf, ey! Ey, dieser Bild funktioniert überhaupt nicht. Ich fühle mich komplett mit diesem Bild. Ja, der funktioniert nicht. Der ist gut gegen diese Hände da am Ende, aber der Blutbild ist dynamischer und besser. Ich bleib jetzt bei dem. War ein Versuch wert, mal was Neues auszuprobieren, aber ich war ja eigentlich schon ganz gut mit dem Blutbild. Wo ist meine Maske?
zurück zur alter Stärke. Da bekomme ich natürlich auch mehr Schaden mit diesem Ding, aber ich habe gedacht, ich bleibe ja in der Halbdistanz oder so. Hat überhaupt nicht funktioniert. So, dann hatte ich immer noch den hier. Aber wenn ich ihn gar nicht brauche, vielleicht ist es dann sogar besser, wenn ich dann mal den hier nehme, zum Beispiel. Und wir sind ja immer noch bei mittlerer Last. So, wie rum war das jetzt noch? Der zuerst und dann der. Oh, die habe ich ja übrigens auch noch. Hatte ich das mit denen schon probiert? Ich glaube, das war der erste Bild, den ich hatte, oder? Mit denen, glaube ich, bin ich zuerst reingegangen und dann habe ich auf ja, ich glaube, das war der erste, den ich hatte, der erste Bild. Da habe ich natürlich jetzt nicht meine schöne Blutklinge, die super geil ist. Aber. Ey, Maxim! Die kann ich sogar auf S-Scaling bringen, diese Dinger, die ich jetzt habe. Warte, wir essen mal. Ey, das Ding habe ich komplett gefressen, ne, Maxim? Den mag ich überhaupt nicht leiden. Kein guter Freund von mir. Habe ich nicht geschlagen. Ich werde nicht geschlagen. Ah, okay, ich krieg auch nicht mehr Attacken hin als mit dem. Okay. Das ist so dumm, ich hasse dieses Viech. Ich hasse es so sehr. Jetzt kommt wieder ein ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem. Okay, warte, das war ja okay. Fuck! Ah, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ob ich da. Vielleicht habe ich direkt an der Grenze eine Chance oder so. Ich weiß es nicht. So, kannst du mal jetzt runterkommen? Fuck you. Endlich! Oh, du Maden. Madenmann, ey. Ah, oh, das wird aber auch Zeit. Ah, selten hat mich jemand so sehr genervt wie dieses vielfingerige Geschöpf. Ach, Echo der Mutter der Finger. Das werde ich nie einlösen. Es gibt so Bosse. Ich würde nicht mehr sagen, dass der jetzt besonders schwierig war oder unfair oder irgendwas. Der war einfach nur. War nervig. Aber am Ende waren es dann diese schönen Waffen hier, die es dann geregelt haben.
Nervig. Und was sind, jetzt kann ich mir das mal in Ruhe angucken hier. Was sind das für Schläuche, die hier so drin stecken? Welche Funktion erfüllen die? Saugen die damit irgendwas ab? Oder leiten die damit was ein? Ja. Vielleicht war es auch einfach nur Maxim, der mit seiner Gegenwart. Blutung ist aber eine sehr gute Waffe, die du hier am Start hast. Ja, die Waffe gefällt mir auch echt gut. Die macht Spaß, die ist sehr schnell. Ich chatte ihn tot, ja. So. Machen wir nochmal was. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Stärke? Jetzt ist die Frage, wo wir jetzt hingehen. Also, erstmal gehe ich wieder nach oben in den Thronsaal und gucke, ob der Typ noch da ist. Weil, für alle, die das gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, die Geschichte war ja folgendermaßen. Hier in dieser Kathedrale ist so ein Typ auf einem Stuhl. Und der hat mir eine Schatzkarte gegeben. Die erste war hier. Fingerruinen. Die zweite, sehr schwierig zu erreichen, ist hier gewesen. Und jedes Mal bin ich wieder zu ihm zurückgekommen. Und die dritte Karte, die er mir gegeben hat, war hier. Direkt vor dem Haus. Und sein Stuhl, auf dem er saß, darunter war ein Geheimgang. Und der hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder zurück in diese Behausung und werde mal schauen, ob der Typ noch da ist, beziehungsweise das scheint mir auch, obwohl das ist unterirdisch vermutlich. Das heißt, wir gehen erstmal wieder hier hin und wir gucken. Der Thron ist immer noch leer. Ist die Frau noch da, die hier rechts stand? Ne, ist ja auch nicht mehr da. Okay. Die stand immer hier rum, die ist weg. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass die mich in eine Falle gelockt haben. Die sind ja wohl davon ausgegangen, dass dieses Fingervieh mich platt macht, oder was? Oder waren die ersten beiden Karten eine Probe? So, hier geht's halt runter. Da saß der drauf, jetzt ist er weg. Ja, tolle Wurst. Es ist auch nichts zurückgeblieben, keine Nachricht. Einfach weg. Die Holde Maid sehe ich hier auch nirgends mehr. Aber die hat auch so eine schwarze Rüstung an. Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht übersieht. Und ich nehme an, diese Finger sind dann hier auf der Karte unterirdisch. Da wird jetzt nicht irgendwas aufgetaucht sein. Nee, so ist es. Okay, das ist ja echt blöd. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas nachkommt. Je ne sais pas. Wir können nochmal zurück den Stuhl untersuchen. Aber sonst. Sind sie alle weg. Ich will aber noch eine Auflösung haben. Ich will nochmal mit dem Typen reden, was das alles sollte. Ah. Oh nein. Was? Oh Gott.
Nein, ich wollte doch gerade mich heilen. Jetzt geht's also richtig Revanche einfach. So, komm her, mein Freund. Das ist noch nicht ausdiskutiert. Aber wenigstens gibt's jetzt hier noch mal Action und das wird nicht einfach so ignoriert, dass ich... Ach, ich muss ja noch mal gegen beide kämpfen. Dass sie sich jetzt heilt oder sowas. Ey, fuck, muss ich aufpassen. Bin ich ein bisschen cocky geworden. My dear Star, a fine mother. You so, komm her. Kann ich, ab wann kann ich den denn... Der ist böse. And I will be the only mother. Oh, fuck. Da wollte er mich einkerken. Ah, fuck. Jetzt hab ich ein Problem. Oh, lala. Kein Problem. Easy. Ich hab überhaupt doch kein Problem. Dachte, ich hab eins, aber stellt sich raus, hab ich nicht, weil ich sehr gut bin in dem Spiel. Was? Jetzt ist er schon ganz verzweifelt. So, kommt jetzt die Hand erstmal hier rüber? Die Hand des Königs. So. Imeris Klangperle, mütterlicher Stab, hohe Priesterhut, hohe Priesterrobe, hohe Priesterhandschuhe, hohe Priestergewand. Was hat der sich denn jetzt dabei gedacht? Also, ich will das so mal verstehen. Er muss ja im Dienste dieser Finger gestanden haben. In irgendeiner Form war der mit denen verbunden. Warum? Also, der hat mich ausgenutzt. Ich habe das für ihn gemacht. Ich habe für ihn diese Glocken geläutet oder was das war. Das konnte er nicht machen. Dann hat er mich zu dieser Abscheulichkeit geführt. Vielleicht sollte ich so eine Art Fressen sein. Aber da musste ich ja auch dieses Ding blasen. Also was hat der für mich vorgesehen? Was war deren Plan? Komme ich einfach wieder runter. Okay, ich nehme, also hier wird aber vermutlich jetzt nichts mehr Neues sein, da waren wir ja schon. Er wollte die neue Mutter der Finger werden, ja. Was für ein blasphemisches Unterfangen. Naja. Jetzt haben wir vermutlich das hier gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier erbeutet haben von ihm. Keine speziellen Fertigkeiten, einfach nur. Ein Stab. Gebt dies Zwillingsjungferhüllen für neue Objekte. Ja, das können wir mal machen und vielleicht auch noch mal schauen, was die für, was der mir für eine Waffe gibt jetzt dadurch. Können wir mal schauen.
Danger Elron, vielen lieben Dank für den Support. Ich habe vorhin Dragonlair, Nauster und Chris Kratzer gar nicht danke gesagt, aber das hole ich jetzt hier mit nach. Also habe ich Loot vergessen? Okay, machen wir gleich. War da noch was? Die Frau an der... Aber da erstmal gucken wir, was diese Erinnerung hier kann, das Echo kann. Ach so, einfach nur so Stäbe. Naja, okay. Groll des Nachgiebigen. Naja, okay, das ist jetzt erstmal nicht so interessant, weil wenn ich den Bild dafür habe, jetzt gehen wir diese Klangperle nochmal ab. Und... Warte, hier ist der Schmied, ne? Ups, entschuldigen Sie bitte. Hallo, ich bin's wieder. Ich habe eine neue Klangperle und zwar zwei sogar, offensichtlich. Diese hier und diese hier. Bitteschön. Und achso, warte. Okay, 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 okay. Schimmersteinkiesel. Ja, das sind schon schöne Sachen. Aber wir spielen ja nicht als Zauberer, sodass das uns gar nichts bringt. Das hatten wir auch schon, oder? Oh, verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit heiligen Schaden. Haha. Was haben wir noch? Ist hier irgendwas Neues noch bei? Ich glaube jetzt erstmal nicht. Ja. Das war jetzt ja diese eigene Kategorie. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nichts. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Irgendwas hatte ich da übersehen. Dann doch an der Säule, an der sie stand vielleicht. Irgendwas hat sie offensichtlich fallen lassen. Unglaublich. Wie die mich hier versucht haben, in eine Falle zu locken. Rennt die noch? Die stand im... Ah, da liegt... Guck mal, da liegen ihre sterblichen Überreste. Die hab ich gar nicht wahrgenommen. What? Wie jetzt reden? Count Ymir, the stars, the sky. I see them not. Nee, weil du reingelegt wurdest. Du wurdest einfach reingelegt. Iris der Gnade benutzen, Iris der Finstern. Nee, sie kriegt natürlich die Gnade. Also wenn die Worte eine Bedeutung haben... Gnade und Verfinsterung, dann würde ich ihr sowas von die Gnade geben. Du warst der hilfsbereite Idiot für ihn. Ja, so habe ich das auch verstanden. Die Mutter der Finger ist der Ursprung aller Finger, auch der zwei Finger an der Tafelrunde und stellt den Ursprung der goldenen Ordnung dar. Also wollte er quasi eine neue Ordnung gründen. Ja, kann er jetzt in der Hölle machen. Darf ich einen Tipp geben? Fragt Avaron Bakur. Ja. Gib gerne, geht das jetzt nur noch um Loot? Weil wenn es nur noch um Loot geht, könnt ihr auch gerne sagen, was sich dahinter verbirgt. Weil wenn das jetzt in irgendeiner Form Story relevant ist, würde ich in jedem Fall die Gnade benutzen, weil ich ja immer das Bedürfnis habe, der Gute zu sein in solchen Spielen. Und Gnade gewähren ist was Gutes und jemanden in die Verfinsterung verbannen ist nicht gut. Deswegen würde ich eigentlich die Gnade nehmen. Aber wenn das lediglich den Loot beeinflusst und storytechnisch gar keine Bewandtnis hat, dann könnt ihr mir sehr gerne sagen, was der vielleicht passendere Loot ist, weil das wäre ja schade, wenn ich den am Ende gar nicht benutzen kann. Aber sie ist ja Ritterin der Nacht. Ja, pff. Aber offensichtlich wurde sie ja auch verarscht, weil ihr wurden ja Sterne und so versprochen und sie sieht ja gar keine. Jolan und Anna sind die besten Summons, aber die benutzt du eh nicht. Nimm die Waffe. Okay, also Finsterung gibt eine Waffe. Also, und Gnade gibt ein Summon, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Nikola baut Sachen. Ich muss mal ganz kurz den Chat scrollen. Nikola, gib mir mal eine Sekunde kurz. Bei der Verfinsterung bekommst du eine Waffe useless, leider. Okay. Ja, gut, aber dann nehme ich die Waffe. Dann machen wir das.
Sie wollte es ja unbedingt. Oh, das tut mir richtig leid. Oh. Oh no, war sie ja ganz zufrieden am Ende. Ja, vielleicht hat er das Richtige gemacht. Schwert der Nacht. Ach, das war doch das, was sie die ganze Zeit hatte. Dieses coole schwarze Katana. Das hier. Ja, das ist gut in unserer Katana-Sammlung. Skaliert mit... Das ist natürlich jetzt... Ist doch gar nicht schlecht. Macht er. Sieht doch nice aus. Ich weiß nicht, ob das was kann, aber. Hallo? Hallo? Wieso kann er das nicht zweihändig nehmen? Hallo? Achso, ich darf ihn deswegen, weil hier ist ein Kampf. Jetzt auf einmal ist hier wieder ein kampfloser Ort, wie man oben links sieht. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich jetzt hier das nicht nutzen darf. Aber hier darf man nicht kämpfen, deswegen kann ich es auch nicht zweihändig nehmen. Ah, okay, na gut. Sie wirkte ja dann doch mit sich im Reinen am Ende. Ich geh mal ein bisschen nach vorne, dann kann ich... Schwert aufwissen. Das ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Jetzt haben wir diese relativ lange Questreihe erfolgreich absolviert. Kann ich immer noch nicht schlagen? Hallo? Jetzt doch. Oh. Okay. Aber das Moveset ist doch ganz nice, das hier. Doch ganz cool aus. Aber das ist halt... Ja, es macht auch Blutverlust, okay. Da werde ich wahrscheinlich keine Asche drauf machen können, nehme ich an. Sieht doch ganz nice aus. Gefällt mir nicht so schlecht. Die Ausführung ist zu lang. Ja, das, wenn man halt jetzt in einem Bossfight diese Ausführung macht und wird dann dabei unterbrochen... Weil der Gegner irgendwas macht, was einem Schaden zufügt, das ist natürlich dann ein bisschen unbrauchbar. So. Was machen wir als nächstes? Wir haben... Was haben wir noch offen? Hier sind die beiden noch. Weiß ich auch nicht, ob da noch irgendwas relevant wird. Was haben wir noch? Die Story führt mich zum Baum. Ist klar, den kann ich dann verbrennen. Man kann eine 3er-L2-Kette machen. Oh. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Finde ich ganz gut. So, was haben wir noch nicht? Das hier waren wir, da waren wir. Muss ich erstmal echt überlegen, ob es jetzt an der Zeit ist, den Baum zu verbrennen. Weil mein Gefühl ist, wir haben schon relativ viel... gemacht. Eigentlich waren wir in allen Gebieten. Klar kann es sein, dass ich irgendwo was übersehen habe, aber es gibt jetzt keinen Ort, der mir auf die Schnelle einfällt, wo ich das Gefühl habe, da war ich noch nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Normalerweise würde ich jetzt zum Baum gehen und den verbrennen, weil ich jetzt auf die Schnelle nichts mehr sehe, wo ich nicht schon gewesen bin. Bevor ich jetzt hier ziellos durch die Gegend reite, würde ich doch vorschlagen, wenn ihr jetzt noch einen Ort habt, wo ihr meint, okay, da warst du noch nicht, der ist aber cool oder wichtig oder irgendeine Person, mit der ich vergessen habe zu sprechen, dann könnt ihr das gerne jetzt sagen. Und ansonsten würde ich mal Richtung brennender Baum fahren. Also. Der Reihe nach. Du hattest dir ziemlich am Anfang mal vorgenommen, in das Flussbett zu gehen. Hast du auch schon Stufen ersperrt, aber als du sie dann erreicht hast, bist du nicht hin. Ach echt? Sowas habe ich gemacht? Da war irgendwas.
Was sagt Uptown Boy? Ruins of Deo? Geht zum Dorf in dem Blumengebiet. Es fehlt noch ein optionaler Boss. Okay, also wir haben hier... The Crazy Eule sagt, wir sollen nochmal ins Dorf in dem Blumengebiet gehen. Das Blumengebiet, war das hier unten? Das hier? Das ist doch das Blumengebiet, oder? Und ist das hier dann das Dorf? Nee, das ist nur eine Hütte. Ach, du meinst... Meinst du hier ins Blumengebiet, wo die Sonnenblume war? Oder was meinst du? Im Norden. Vor dem Fingergebiet. Hier. Dieses hier. Nehmen wir mal an, du meinst das hier. Was haben wir denn da noch übersehen? Das wäre ja wahrscheinlich eher auf der anderen Seite der Brücke, ne? Oder hier? Hallo Schildis. Also hier ist ja sein Feierabend. Oder meintest du erstmal noch über die Brücke? Dieses Ding hier. Komme ich da nicht von der anderen Seite besser hin? Ja, natürlich ist mir das passiert so. Ich glaube, von hier komme ich da eigentlich, ich muss von der anderen Seite kommen, oder? Ich würde von der anderen Seite jetzt mal spontan dahin raten. So, können wir das Pony noch ein bisschen bewegen. Auch mal wieder Auslauf. Nach diesem langen Aufenthalt. Oh, die Dinger sind ja so ekelhaft. Bei dem Boss, da durfte sich das Pferd gar nicht bewegen, war die ganze Zeit in meiner Tasche. Bist du eigentlich, wenn ich dann da so von der anderen Seite raufkomme? Wir werden mal sehen. Ich schätze mal hier links. Muss doch möglich sein. Guck mal hier, da irgendwo hier so darauf. Das sieht doch gut aus. Hier und dann diesen Weg hoch. Dann kommen wir dahin. Das sieht so schön aus. Guckt euch das mal an. Das ist einfach ein schöner Ort. Oh, jetzt fliegen hier auch noch so Gänse oder was auch immer das ist. Oh, prächtig, die Sonne scheint. Oh, was ist das? Glaube 70, heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft. Alter, das ist ja geil. Das heißt, da könnte man... Geht das auch auf Summons und so? Ja, ne? Könnte man in einem Bosskampf das Ding zaubern und dann würde der dauerhaft geheilt werden. So, hier ist vermutlich... Diese Türen sind in aller Regel zu. Ich mach mal... wieder den Mokes Dingsbums hier rein. Wo war der noch?
Da. Oaks Kette. Die sollte man immer mal auf den Boden stampfen, falls irgendwas ist. America badet ihr Heimatdorf in Gold. Ah, das hat America, hat das hier. Das ist Americas Heimatdorf. Ach was. Wie kommt die also her? Ah, sehr kleines Dorf. Aber vielleicht liegt das ist das deswegen so voller Leben. Weil America hat dieses Dorf gesegnet. Mit diesem Zauber. Und das ist der einzige Ort, wo es hier wirklich vor Leben nur so wimmelt. So muss die ganze Welt mal ausgesehen haben. Oh, was ein schöner, aber dann auch aufgrund des Kontrastes zur übrigen Welt trauriger Ort. Stell dir mal vor, hier sah das immer so aus. Das muss ja ein richtig schöner Ort einfach gewesen sein. Tja, wer ist schuld am Niedergang? Die Häuser sind unbewohnt und kaputt. Ja, ja, das liegt daran, dass die Menschen irgendwann gegangen sind. Aber auch hier, die Häuser sind ja nicht besudelt oder sowas. Frage ist, ob hier noch irgendwas ist, außer diesem kleinen Baum, der im Prinzip ja eine Geschichte erzählt. Schamanendorf. Also, keins der Gebäude ist betretbar. Wir haben jetzt hier schon ein Item gefunden. Hier Knarzbaum. Der ist ja ein. Oh, warte mal, guck mal. Goldener Zopf. Ein geschnittener Zopf aus goldenem Haar. Eine Gabe von Königin Marika an die Matriarchin. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Was war ihr Gebet, ihr Wunsch, ihr Geständnis? Es gibt niemanden mehr, der darauf antwortet und Marika kehrt nie wieder in ihre Heimat zurück. Oh Mensch, ja. Na gut. Dann können wir wieder davon galoppieren. Aber das war doch schön. Ich würde jetzt hier weggehen, es sei denn, ihr schreit halt Stopp. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, alles, was es hier gibt, befürchte ich mal. Zwei Items und die Schönheit. Die vergangene Schönheit. Das Echo der Schönheit. Noch was zu entdecken hier. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Die Häuser scheinen mir aber alle unbewohnbar zu sein. Da geht's runter, aber das ist die Ebene, auf der wir schon waren. Oder komm. Da kommen wir doch von der anderen Seite auch hin, oder nicht? Warte mal. Nee, das ist so eine kleine Stufe. Ich glaube, da komme ich tatsächlich von da an. Oh Gott, wo ist denn der Ort, an dem ich nicht sterbe? Hallo? Okay, mein Controller spinnt gerade komplett rum. Ah, jetzt geht's wieder. Das war komisch. Was ist denn hier noch? Komm, hier muss jetzt was sein. Da unten ist die Kirche. Die würden doch nicht so einen Balkon hier ohne weiteres, ohne dass es eine Funktion hat, hinsetzen. Da muss doch noch was sein. Hallo?
Was ist die Funktion dieses Ortes? Oh, da ist ein Spalt. Na, den hätte ich auch so finden können. Das war jetzt ulkig, keine Ahnung. Da hinten ist die Kapelle. Die sieht von hier ganz schön beeindruckend aus. Da geht es gleich noch weiter runter. Schauen wir mal. Gehen wir mal durch den Spalt. Ist das hier noch ein Pfad, der noch irgendwo hinführt? Mhm. Oh, ist hier irgendwas? Nope. Das ist ja... Komme ich da auf die Kirche rauf oder was ist der Plan? Pony! Jo, jetzt kann ich von hier auf die Kirche springen. Da ist ein Balkon. Aber da komme ich doch auch... Bin ich da nicht auch mit diesem Strudel raufgekommen? Muss ich auf den Balkon von hier... Bin ich dann nicht mit dem Strudel auch raufgekommen? Boah. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Hallo, das ist doch genau... Das ist die gleiche Rüstung, die Frau gerade anhatte. Puppe von Anna. Okay. Warte. Ich habe sogar die gleiche Rüstung. Oder eine ähnliche. So, hier geht's jetzt runter. Aber was ist mit der Puppe? Soll ich mal eine Geste machen? Habe ich die gleiche Geste im Repertoire? Ah, die ist so ähnlich. Ja, ich glaube eher nicht. Jetzt hängen sie hier beide. Der eine Kopf nach unten, der andere Kopf nach oben. Aber eine andere habe ich nicht, die noch näher dran ist. Passiert nichts. Beide zusammen gesackt. Vielleicht muss man eine Minute warten. War das ein cooler Abgang? Oder war das ein cooler Abgang? Hättest du die Asche von Yolana gewählt, könntest du dir Anna hier einverleiben und diese zu deinem Duo machen. Ah, okay. Hier hätte man die andere Variante verstärken können. Alles klar. Interessant. Ich hau noch mal meine Kette hier. Manchmal öffnen sich dann doch noch geheime Pfade. Aber hier keine Hebel für die Bücherregale oder so. Jedes gute Bücherregal hat ein Buch, was man rausziehen muss, was einen versteckten Durchgang öffnet. Okay, hier scheint mir nichts mehr zu sein. Alte Pergamente. Die Duo-Asche besiegt Bosse alleine, die ist mega. Ach echt? Tot? Nein. Das ist schon interessante Studientürme hier, oder? Was hier für Wissen vergilbt.
Habt ihr schon mal davon gehört, dass man mit künstlicher Intelligenz so alte Pergamente, Schriftrollen entziffern kann, die man eigentlich gar nicht mehr lesen kann, indem man die so einscannt und dann so 3D scannt und dann kann man das irgendwie wieder leserlich machen? Und ich finde diesen Gedanken sehr berauschend, dass man altes Wissen, was einem verloren erschien, durch Technologie zurückgewinnen kann. Stellt euch mal vor, wie geil das sein muss, wenn man so Forscher ist und man hat so eine alte, zerknüttelte, völlig unbrauchbar erscheinende Pergamentrolle und auf einmal kann man die in so einen CT-Scanner packen oder sowas. Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird dann entziffert, was da steht. Das ist so Sci-Fi. So Sci-Fi. Ich stelle mir das so vor, wir strugglen und dann kommt die Enterprise durch ein Wurmloch in unsere Zeit. Und das, ihr sagt jetzt ja voll unrealistisch. Nee, das ist ja exakt schon so passiert. Dass die Enterprise in die Vergangenheit gereist ist und dann im Jahre 1980 oder whatever gewohnt hat. Und dann kommen die und dann sagt hier Captain Kirk, achso, ja, gar kein Problem, geben Sie doch mal her. Diese Rolle, da legt die dann in den Scanner, scannt das aus, innerhalb von 3 Sekunden liest dann die KI-Stimme vor, was auf diesem Pergament steht. Komplett Sci-Fi. So. Gehen wir mal hier die Schimmerplatten los. Okay, jetzt sind wir hier unten wieder. An diesem Rabatzturm. Jetzt erneut die Frage. Ich würde mich jetzt alsbald mal aufmachen in Richtung dieses Baumes. Weil ich das Gefühl habe, ich habe relativ viel schon gesehen. Ich würde nicht ausschließen, dass es noch Orte gibt, wo ich mein Baumlevel erhöhen kann. Ich glaube, ich bin Level 14, 13, 14, irgendwie sowas. Was ist denn hier mal der nächste? Da, links. Es ist so dunkel. Das ist ja voll weit weg. Komm, Pony. Es gibt noch ein Mausoleum. Hier ist auch ein Status. Ja, 16. Oh Gott, 13, 14 komplett verschätzt. 16 sind wir schon, Schattenbaumlevel. Genau, das im Flussbett vom Startgebiet. Das hatte ich mir auch noch vorgenommen. Sagst du. Dieses hier. Das Flussbett, da war ich noch nicht. Kann es denn sein? Komme ich über diesen, oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben ja auch noch diesen Feuerschalenboy. Oh, warte mal, da war noch so ein riesen Feuerschalen-Johnny und das war der bei den Wölfen. Da waren so ganz viele Wölfe in einem Wald und dann kam man so durch so eine enge Schlucht und dann war da noch so ein Typ und dann konnte man da hochspringen. Und den bekämpfen. Jetzt frage ich mich gerade, wo war das denn nochmal? Welches dieser vielen Gnaden? Der ist da, wo ich gerade bin. Echt? War das dieser Weg hier hoch? Komplett vergessen, wo das war. Ich hatte doch... Ah, da, lol. Er ist exakt da. Guckt euch das mal an. Ich hatte doch schon mal so vorsorglich so Töpfe gebaut. Hallo? Riesenfeuertopf.
hätte ich alle verbraucht. Wieso habe ich denn so viele Frosttöpfe? War das nicht... Nee, das war doch der schwere Feuertopf, oder nicht? Ich finde das so daneben. Ich finde das richtig... Ich mache hier Sachen und... Ich hätte euch nichts getan. Ist die Frage, ob der Eistopf überhaupt funktioniert. Oder ob ich jetzt die Eistöpfe alle wegschmeißen muss. Ja. Ich hätte dich auch in Ruhe gelassen, aber deine Rudelfreunde wollten ja unbedingt Stress machen. Mist, wenn jetzt Eis nicht funktioniert, dann muss ich ja die Eistöpfe wegschmeißen, oder nicht? Damit ich die Töpfe wieder frei kriege, die Gefäße dafür. Ach, wieso habe ich denn so viele Eistöpfe? Man kann die in die Kiste legen. Oh, das ist sehr, sehr gut. Dafür muss ich aber an einen Bonfire. Oder? Dann gehen wir nochmal zurück. Und das ist eine sehr gute Idee. So, dann ist es hier bei Truhe sortieren. Kann ich die... Soll ich die jetzt ablege? Jetzt habe ich die abgelegt. Kann ich denn jetzt... Oh. Jetzt... Ah, ja. So, aber dann muss ich den schweren Feuertopf nehmen. Was Besseres habe ich nicht. Ich habe den Vulkantopf noch. Aber ich meine, den letzten hatten wir mit dem schweren Feuertopf gemacht, oder? Den letzten großen Feuermann, glaube ich, damit. Dann bauen wir mal 8. Packen uns die in die Ausrüstung und dann reiten wir da mal hin und gucken, ob das funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Jetzt habe ich 9 von den Feuertöpfen. So. Und jetzt sind die Wölfe wieder da und nerven. So, ich weiß nicht, ob ich von hier oben irgendwas erreiche. Oder ob ich diesen anderen Vorsprung nehmen muss. Ach, guck mal, hier sind die. Oh Gott, alles klar. Ich weiß schon, was jetzt passiert. Den Bambi lasse ich in Ruhe. Oh, guck mal, Bambi, das wurde adoptiert. Den Wölfen. Die sind Veganer-Wölfe. Vielleicht waren die komplett friedlich. Ich mach das jetzt hier. Das ist Alpha. Boah, der Alpha hat richtig viel mehr. Au. Oh nein, ich habe ein komplettes Rudel gemeuchelt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Problem mit mir hatten. So, die Frage ist, ob ich ihn von hier oben kriege. Das sieht mir, glaube ich, ein bisschen zu schwierig aus. Ich muss, glaube ich, runter. Ah, ich nehme an, ich muss da auf diesen Vorsprung, wo dieses... dieser Luftwirbel ist. Das könnte eine längere Angelegenheit werden. Oh, er spürt mich schon. Er pulsiert ganz heiß. Ich war zu gierig. Nein, das wollte ich auch nicht. Was mache ich denn? Ja, das war so dumm. Oh, das war wirklich der Inbegriff der Dummheit. Warum? Das war überhaupt nicht so geplant. Ich habe jetzt 4 Töpfe verschwendet oder so. Oder 3. Warum habe ich das gemacht? Das ist einfach nur mega dumm gewesen. Ach. Jetzt brennt mir der Bürzel hier. Der Bürzel meines Ponys brennt. Oh, redest du mit mir, Geschöpf? Ja.
Alles klar, ich bin einfach nicht drauf gelandet. Oh Mann, ich treffe nicht mal den Typ. Ich kann auch nicht craften. Jetzt muss ich gleich so weit weg, bis ich wieder craften kann. Das war überhaupt kein Platz, weißt du. Mein Pony hat auch gar keinen Bock auf den Stress gerade. Okay, armes Pony. Ja, nicht smart gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr craften. Ich muss erstmal weg von ihm, bevor er mich craften lässt. Brauche ich leider. Hi. Fremde. Bernd. Mist. Ja, Mist. Das war sehr blöd, was ich gemacht habe. Und ich kann jetzt nirgendwo craften. Doch, hier kann ich craften. Yes. Schwerer Feuertopf. Oh, ich darf nur noch drei. Puh, okay, mir fehlen die Feuerfalter. Heil der da aus. Hallo, ich bin's. Ja, eventuell kein besonders glorreiches Unternehmen, was ich hier geleitet habe. Kann man nicht anders sagen. So, komm jetzt her. Haha, gesprungene himmelrote Träne und ein weiteres Ofengesicht. Gewährt Angriff ein Arzneigemisch einen FP-Regenerationseffekt. Okay, interessant. Naja, down is down, ne? Jetzt wollen wir mal dem gefällten Feuerturm nicht ins Maul gucken, wie man so schön sagt. Hier liegt die Restsuppe auf ewiglich. Halt! Da brennt das Feuer des Riesen im Steppengras nach. Und es wird immer so sein. Und wenn in 1000 Jahren die kleine Ilse mit ihrer Mutter auf dem Weg zur Oma diesen Pfad entlang streift und sie wird fragen, Mama, Mama, warum ist das Gras hier so rot? Dann wird die Mama sagen, das weiß ich nicht. Denn ich bin nie zur Schule gegangen und ich hatte viel zu viel damit zu tun, zu überleben und die 12 hungrigen Mäuler zu stopfen, die du und deine Geschwister wie Vogelbabys aufreißen, sobald ich die armselige, kalte Hütte betrete, in der wir wohnen. Alles nur, weil dein Vater damals in den Krieg gezogen ist und nie zurückkam, weil er sich mit irgendeiner dahergelaufenen Marketenderin eingelassen hat. Jetzt haben wir den Salat. Aber Mama... Ruhe jetzt, wir müssen zu Oma gehen. Oma kocht Steckrüben. Oh ja, ist mein Lieblingsgericht. Na siehst du, jetzt hör auf, dumme Fragen zu stellen. Und sieh zu, dass du dich beeilst, denn die Nacht bricht bald herein. Und was passiert in der Nacht, Ilse? In der Nacht kommen die Wölfe. Ganz genau. Und willst du etwa von einem Wolf zerfetzt und gefressen werden, so wie es deinen 4 Brüdern ergangen ist? Nein, Mama, auf keinen Fall. Na siehst du, dann spurte dich. Nimm die Beine in die Hand, Ilse. Aber meine Beine sind so klein und hier geht's bergauf. Ja, das musst du dir ja wohl nächstes Mal überlegen. Du wolltest ja unbedingt mit zu Oma. Ja, Mama. Na gut, das wird sich aber erst in vielen, vielen 100 Jahren zutragen. Deswegen lasst uns im Hier und Jetzt bleiben und nicht zu weit in die Zukunft schauen. So. Jetzt... ist die alles entscheidende Frage. Wollen wir jetzt schon den Baum nett niederbrennen? Oh. Ach, das Flussbett. Ja, ja, ja. Das Flussbett, Marco. Das Flussbett. Die Frage ist, das Flussbett, hier, dieses hier wahrscheinlich war doch, war nicht dies hier das Flussbett? Kam ich nicht, war ich nicht hier schon? Kam ich
in dieses Flussbett. Oh, guck mal, da sind Stufen. Ich probiere mal hier mein Glück. Zu allen Stufen müsst ihr grufen. Und ein Mausoleum gibt es auch noch. Siehst du? Wo denn? Also, pass auf. Hier ist der Ort, zu dem wir wollen. Da habe ich die Stufen gesehen. Mausoleum ist auch hier. Die Ruinen der Tempelstadt. Hallo Leute! Hat einer von euch einen Topf auf dem Kopf und glitzert glühend? Wohl kaum. Ah, warte. Nee, der glitzert nicht, ne? Aber egal. Warte mal. Das war nicht so. Wollte gar nichts. Das war einfach für deine Frechheit, nach mir auszukeilen. So, ich wollte. Da wollte ich hin. Hilfe! Das Mausoleum ist auf dem westlichen Plateau. Wir reiten ja in den Osten. Der Westen ist da. Da ist noch ein Mausoleum. Von hier das östliche. Oder Mann. So. Ins Gesicht. Ah, da. Hier müssen die Steine sein. Hier sind die Steine. Hier geht's runter. Ich habe Angst vor diesen... Ah, diese Sauger, die nerven mich richtig. So. Plateau, Plateau. Aber ich bin auch im Grunde genommen auf dem Plateau. Das vielleicht, was ist das? Das ist diese Hütte. Ich befinde mich doch auf einem Plateau. Ah! Was ist denn das? Hier ist noch ein bisschen Geisterasche. Wie konnte ich die denn übersehen? Wie konnte das geschehen? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass meine Augen sowas Köstliches noch erspähen könnten. Manchmal denkt man, man hat alles gesehen und stellt sich raus, hat man überhaupt nicht. Hier oder was? Da? Aber das wäre ja ein ganz anderer. Komme ich denn überhaupt hin? Oh, irgendwas ist zaubert hier schon wieder. Ja. Wie komme ich da hin? Ist da ein Wirbelwind vielleicht? Ja, eine Luftströmung. Ah, Hilfe. Aber ist sie dann hier irgendwo an der Mauer oder? Müsste dann ja hier irgendwo sein. Verehrte Strömung. Muss ja dann auf diese. Ja, da muss ich ja irgendwo hochkommen. Guck ich mal, ob ich hier eine Strömung finde. Kann ja nur hier irgendwo sein. Dann. Oder auf der anderen Seite. Nö. Völliger Quatsch. Was habe ich jetzt gemacht? Hier unten kann sie ja dann auch sein. Oder halt hier.
Oder hier so, ne? Aber ich wollte sie erstmal da runter auch. Ich kann ja jederzeit wiederkommen. Komm. Wir gehen jetzt erstmal dahin und gehen diese Treppe runter und gehen ins Flussbett und dann kommen wir nochmal wieder her. Jetzt vergesse ich wieder, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. So. Hier sind nämlich diese Stufen. Die will ich jetzt mal nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Das Pony ist so störrisch. Hier hoffentlich. Der jetzt nicht. Oh Gott, das ist so störrisch. Sollte man das Pony auch besser mit einem Lenkrad steuern. Kopf der großen Libelle. So, da hinunter. Boah, das war knapp. Ich mach einfach mal hier. Sieht aus. Noch ein. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Pony. Ah, hier ist eine Riesenkrabbe. Und wir hier im Flussbett. Ist irgendwas hinter dem Wasserfall? Lalalala, warte mal. Aber hier war ich doch. Nö, war ich überhaupt nicht. Alter. Oh, geil. Spermozoten hier, was ist denn eigentlich mit euch los? Wer hat euch denn geärgert? Es lohnt sich immer. Ich wusste, früher oder später finden wir einen Wasserfall, wo sich was versteckt. Ausdauerregeneration. Na, das ist doch ein brauchbarer Talisman. So, jetzt. Gucken wir erstmal hier. Kann ich eigentlich so eine Fahrradlampe an meinem Pony anbringen? Wäre das nicht sinnvoll? Oh, was ist hier? Oh. Ha! 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 Schaut mal hier! Ich habe was entdeckt. Ich habe was entdeckt. Höhle an der Flussmündung. Na, was ist denn das? Na, was ist denn das Feines? Hi, können wir Freunde sein? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Tanz mit mir, ja. Fieb, fieb. Wir haben uns alle lieb. Oh, da ist noch ein Riesenwolf. Die Arme. Die armen Wölfe, die leben hier einfach ihr Leben und dann komme ich und... Hört ihr das? Ihr hört das auch, oder? Jetzt hört man es nicht mehr. Was ist denn das für ein Geräusch? Das. Ist das hier über uns? Da über der Höhle da? Nee. Das ist hier hinter der Wand. Aber eine Zauberwand ist da auch nicht, weil ich habe jetzt einen Hoax Kette da probiert. Nö. Oder waren das diese Roll
Widder. Es gibt nur diese Rollwidder. Gute Nacht. Was? Nee. Ah, hier. Ah. Ich wusste, dass das passiert, weil das der einzige Weg runter ist. Deswegen wusste ich das. So, hier ist ein Blutfluss. Wie oft muss man Mucks Kette schleudern? Der sollte ja eigentlich einen ganz guten Radius haben, oder? Der Moog. Boah, alter Schwede! Die machen hier einfach irgendein Ritual, ohne mich zu fragen. Machen die ein Blutritual. Was sie nicht wissen ist, ich habe genau für solche Situationen das Beste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und ich werde das jetzt mal eben kurz. Ich müsste hier eh nochmal was ändern. Das machen wir gleich nochmal alles anders. Aber das ist ja fantastisch. Was machen die hier? So, die Frage ist, ob ich von hier unten. Das hat mir gut gefallen. Auf Wiedersehen. So, was haben die jetzt hier für ein verbotenes Ritual durchgeführt? Ich bin Ritualpolizei. Und das war hier nicht angemeldet. Das war nicht angemeldet. Dementsprechend habe ich diese illegale Versammlung aufgelöst. Und sammle jetzt hier alle Forken und Fäden und Fleisch und was hier so verbotenerweise mitgebracht wurde auf diese nicht angemeldete Demonstration. Das sammle ich alles ein. Das kommt in die Asservatenkammer. So, du tust so, als wenn du mich nicht hörst. Schlau von dir. Schlau von dir, dass du dich der Justiz entziehen willst. Aber ich habe dich dennoch gestellt und dich deiner gerechten Strafe zugeführt. Das macht die Justiz. Ja. Einmal aufgeräumt, oder? Ist hier noch irgendwas Köstliches? Ich glaube nicht. Birgt der Thron besondere Mächte? Nö. Müssen wir Moog noch einmal bedienen? Ah, da hinten ist ja noch was. Wahrscheinlich auch nur irgendeine Kleinigkeit. Was sollte hier schon von Wert lagern? Was diese Höhlentrolle. Blutamaryllis. Oh mein Gott. Aber warte mal, oben war noch was. Ich bin nämlich zuerst hier runtergegangen. Und die linke Seite habe ich sträflich ignoriert. Möglicherweise ist da noch was. Ja. Hätte sich alles angucken müssen. Das tut mir auch für ihn ehrlich gesagt ein bisschen leid. So, jetzt ist die Frage: Da geht's runter. Und hier geht's rauf. Warte mal, wir sind doch nicht von hier gekommen. Kann gar nicht sein. Hallo, Wolf. So, jetzt habe ich wieder zwei verschiedene Pfade. Ich nehme fast an, ich muss den unteren. Nee, oder auch nicht. Hallo, Wolfgang. Er ist Alpha. Aber das hat ihn auch nicht gerettet. Ja, meine Güte, jetzt laufe ich hier hoch und dann muss ich nochmal wieder runter. Ah, jetzt bin ich hier.
Ha! Ja, gut. Ist es ein reiner Orientierungspfad, sozusagen? Sollen wir das jetzt zeigen? Das ist noch, also war die einzige Funktion dieser Brücke, dass ich auf die Idee komme, dass es noch weitergeht und ich nicht zurücklaufe oder was? Ich werde nie erfahren, was die sich dabei gedacht haben. So, jetzt geht's wieder runter, zurück in diesen Blutsee und dann schauen wir da mal, was die uns da noch Köstliches kredenzen. Darf ich da runterspringen? Ich mach's lieber nicht. So. Ich bin mal gespannt. Dieses Schwert ist so geil. Das ist halt ein Special Interest Schwert. Man braucht das halt nicht. Oh, Alter. Okay, ist hier noch ein Boss. Seems like it. Also das, ja, ich meine, ja. Die Frage ist doch jetzt. Das ist schon alles hier sehr blutig, ne? Möglicherweise, ich weiß ja nicht, was dahinter ist. Keine Ahnung. Aber möglicherweise ist ein Blutbild nicht das Beste in der Blutsuppe. Da sollte man ja meinen, die können damit ganz gut umgehen. Das könnten wir natürlich nehmen. Wir könnten auch mehr Ausdauer. Können wir häufiger schlagen. Oder wir nehmen hier das erstmal. Gegen körperlichen Schaden. Weil wir sind ja bei mittlerer Last. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nicht dringend irgendwas, was die Tragekapazitäten erhöht. Ich weiß nicht, was da auf uns wartet. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. We'll see. Hallo! Oh, so einer. Hallo! Ich habe alle, die du kennst, ermordet. Hey, ich bin noch zur rechten Zeit. Okay, zu früh. Oder zu spät, man weiß es nicht. Blutunhold. Asche des Hexers. Der Blutunholde. Ja gut, wie ich befürchtet hatte, war der mit Blut sehr vertraut. Was ihm jetzt aber auch nicht geholfen hat, ne? Hat ihm nicht geholfen. Haben wir eine schöne Asche bekommen. Und ein paar tolle Seile, Fäden. Und die Forke. Die schöne Forke. Was war das eigentlich nochmal? Achso. Ja gut. Wir kehren nunmehr zum Eingang zurück, haben hier wieder etwas Gutes getan, haben diesen Ort bereinigt. Wir wollen uns bedanken bei Rambatas. Rambatas, vielen lieben Dank. So, wir waren hier aber noch nicht durch. Das war ja nur so eine Höhle, die wir jetzt entdeckt haben. Was ist denn hier noch? Also erstmal eine Lampe jedes Mal aus, wenn ich irgendeine Reise unternehme. So, warte. Hier. Da geht's bergab.
Das ist was Feines. Oh, noch eine Klangperle des Pilzhändlers. Ah, das hat sich doch gelohnt, da nochmal um die Ecke zu blicken. So. Alles klar. Kleinen Überblick verschaffen. Da geht's jetzt also ins Flussbett runter. Und das schauen wir uns mal an. Eine kleine hungrige Krabbe. Die lassen wir mal in Ruhe. Es sei denn, da verbirgt sich noch irgendwas. Ne. Okay. Kinder der Krabbe lassen wir auch in Ruhe. Wir wollen sie nicht unnötig erzürnen. Unsere Absicht. Was ist hier für eine Nische? Kommt hier jetzt so eine Krabbe rausgeschossen oder was? Nö. Ach du grüne Neun, was ist denn das? Das ist ein ganzer Haufen von denen. Oh, das sind so Maden. Ja, der war der Anführer hier. Er hatte das silberne Horn. Ach, diese Pestilenzen. Stellt sich raus. Ich hab genau die richtige Waffe dabei. Muss man sich nicht mit denen rumärgern. Kein Fan von solchen Fliegen. Kein Fliegenfan. Ach du Scheiße. Was? Keine Lust, mit jedem einzelnen von euch jetzt hier so einen Tanz aufzuführen. Diese Waffe ist wirklich, wirklich gut. Sie nimmt einem viel Arbeit ab. In so Situationen wie dieser. Und das finde ich auch nur fair, weil wir sind super mächtig. Wir haben die ganze Welt unterjocht. Da müssen wir uns nicht von so ein paar Blähfliegen in irgendeiner Form einschüchtern lassen. Und dann einzeln mit denen zu kämpfen und so. Und dann fliegen die hoch und erwischt man. Das ist würdelos. Ein Rittersmann wie wir, das ist nur konsequent, dass wir so eine Waffe besitzen. Das ist so ein bisschen sonst wie mit Gandalf, wo man sich fragt, ja, warum ist der eigentlich so krass? Der macht doch nichts. Seht ihr? So muss man sich richtig mit denen rumärgern. Unnötig ist das. So, da ist auch noch irgendein Durchgang. Es kostet mich nichts, außer einen Werti! So. Was haben wir hier drin? In dieser Nische, komm. Da ist noch was Feines. Oh, Fliegenschimmel. Toll, 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 toll. Fliegenschimmel. Ah, das war, glaube ich, ein kleiner Grafikfehler hier oben, oder? Das Taujuwel. Oh, was ist das? Noch mehr von denen. Ach komm. Zum aus dem Sattel gehen für euch extra. No, no, no. Wie weit bin ich denn jetzt vorgedrungen? Och, da ist ja noch richtig viel. Vor mir.
Jede Ecke schauen wir uns an, oder? Kann jederzeit ein Dungeon sein oder irgendwas anderes Schönes. Ich muss nicht mit jeder Fliege mich auseinandersetzen. Ich finde, ich habe schon klar gemacht, dass ich der Alpha bin hier. Oh, dieses Geräusch auch. Ach. Ist nichts mehr von Bedeutung. Oh, fuck. Oh, hi. Ja, wahrscheinlich Feuer wäre wahrscheinlich besser, oder? Kam nicht mehr weg. Noch sehr viel Schaden. Ekelschaden. Oh, der will mich hauen mit seinem Schwanz. Ich wusste das. Ich bin hochgesprungen. Oh, der hat einen Baum gefällt. Ich muss, glaube ich, in sein Herz reinschlagen. Das macht er. Der hat mich da. Sein kleines Wurzelherz. Okay. Oh Scheiße, ich bin richtig tot. Toll. Ja, so ein wilder Wurm hier, oder? Verbraucht er viel, um rachsüchtige Geister um den Wirker zu beschwören. Gehörendes Kind. Kann man das dauerhaft nutzen? Ja, ne? Oh, das ist eine einmalige Freude. Kann man das mehrfach machen? Brauchen wir schnell eure Informationen. Wir Ratten, ne? Ein Rattenstamm. Will ich das mal machen? Ach, so sieht das aus. Das ist ja super. Ne, mach mal die Ratten platt, bitte. Die machen aber nicht viel Schaden. Satz heiße Rattenohren. Ey, der lebt! Der lebt denn? So, Pony. Was gibt's hier noch zu entdecken? Da oben. Weiß nicht, ob man da hinkommt. Das ist wahrscheinlich gar nicht von dem Territorium, oder? Ja. So, dann weiter, weiter, weiter. Oh, hier ist eine Ratte. Ist mir egal. Könnte sie sein. Oh, noch eine. Aber Ratten muss man immer besiegen, wenn man sie sieht. Wir tragen nämlich auch Krankheiten und alles. So, so, so. Hier noch einmal lang. Ist auch nichts mehr. Was haben wir hier noch? Oh, ein Gargoyle. Fledermaus. Mensch. Die sind halt ein bisschen nervig, weil die so wegflattern in die Luft und dann erreicht man die nicht mehr. Ansonsten sind die nicht so wild. Hier ist so eine kleine Nische. Nö, da geht's nicht weiter rein. Und da ist ein Wasserfall. Und eine Höhle. Oh, da ist noch ein Bonfire. Gehen wir gleich hin. Okay, da können wir sogar weiter.
Schaut mal einer an. Was haben wir denn hier? Das hört ja gar nicht mehr auf. So. Will jemand meine Stats sehen? Bitteschön. Willst du kurz Pause drücken und dir das in Ruhe angucken? Ne, ich setze mich jetzt hier aber nicht hin. Ah, guck mal hier. Upp. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt gleich die Geisterschau noch mal upgraden. Hier wird sich da auch noch irgendwas verbergen. Das ist doch nicht umsonst hier so eine lange Höhle. Na, spratzt hier gleich noch irgendwas aus der Dunkelheit, das bekämpft werden will. Was ist jetzt hier noch? Oh, da oben ist ein Item. Das nehmen wir mit. Sackgasse. So, jetzt geht's links. Mehr weiter? Ne, genau, hier ist Schluss, aber hier geht's weiter. Oh nein! Eine unangenehme Übung. Oh, die kann ehrlich gesagt relativ viel ab. Dann soll sie doch mich jetzt mit ihrem Gift behelligen, das ist mir doch egal. Wo waren wir jetzt hier schon? Da oben sind Gargoyles, ich muss mal kurz mich orientieren, aber darf nicht. Jetzt. Da geht's in diesen Giftschlund. Aber wir wollten ja auch nochmal den Wasserfall raus, also warte. Da geht's rauf. Den ignorieren wir einfach komplett. Der ist natürlich super sauer. Das ist so das Einzige, was er kann und was er weiß, ist, wie man wütend zu sein hat. Das ist das Einzige, was er gelernt hat. Das ist auch eine traurige Geschichte. Das ist halt bei den Krabben ist Güte und Zurückhaltung aus der Sozialisierungslinie gestrichen worden. Weil es gab irgendwann keine Krabbe, die nicht mehr von ihren Krabbeneltern so erzogen wurde, dass sie bei jeder Kleinigkeit durchdrehen muss. Dadurch kennen die Krabben nicht mehr was anderes, außer sehr wütend zu sein. Früher gab es halt auch freundliche Krabben, die einen zum Essen eingeladen haben. Die sind alle ausgestorben. Die Zeit ist unwiederbringlich vorbei. Klar, es gibt natürlich Projekte, dass man Krabbenkinder ganz früh in Gastfamilien steckt und denen sowas wie Freundlichkeit... Hey, was ist denn mit euch los? Freundlichkeit beibringt, aber stellt sich raus, Krabben akzeptieren keine anderen Eltern, außer Krabben. Was wolltet ihr denn jetzt von mir? Was haben die denn hier bewacht? Vielleicht hier diesen kleinen, diese kleine Mutterstube von diesen Eichhörnchen hier. Was sind das für Tiere? Die hüpfen ein bisschen wie Kängurus. Ja, vielleicht haben sie das bewacht. Iron King. Habe ich Danke gesagt? Iron King. Vielen Dank für den Support. Jetzt bin ich hier in Gifthausen. Warte, da ist ja das Dings, aber das könnte auch eine Ebene weiter unten sein, oder war das schon die Ebene? Hallo Ratten! Gezucht, gezücht, so, das ist das. Mal kurz gucken. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal zurück zu der Gnade.
den anderen Weg nehmen. Also. Also auf dieser Ebene waren wir in jedem Fall ja schon. Ich bin nicht sicher, ob wir hier auf dieser Ebene alles abgefrühstückt haben. Oh, ein Eber. Den ignoriere ich komplett. Der ist mir völlig egal. Der kann toben und zetern, wie er will. Das ist mir richtig egal. Muss ich mich hier erstmal orientieren. Das ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, was ein super Feature wäre? Wenn man den abgerittenen Weg als Linie hinter sich herziehen würde. Und dann sähe man genau, wo man gekommen ist. Was ist denn hier noch eines? Jetzt habe ich so Gifthufe an meinen kleinen Pony. Irgendwas Spannendes hier noch? Oh ja, die beiden. Okay, alles klar. Die wissen auch nicht, dass ich ihre komplette Verwandtschaft in den Höhlen... Ah, ich weiß, wo ich bin. Ah, jetzt weiß ich komplett, wo ich bin. Alles klar. Jo, jetzt weiß ich. Die streiten sich. Die streiten sich. Jetzt haben sie sich auf mich eingeschossen. Aber es ist zu spät. Was ist die Moral? Ja, selber schuld. Wenn ihr untereinander streitet, dann gibt es halt jemanden, der euch platt macht. Und der kämpft gegen die anderen. Okay, also da waren wir definitiv schon. Das heißt, wir gehen nochmal zurück hier hin. Und gehen nochmal den Rest des Wasserfalls entlang. Also hier ist der Ausgang gewesen und dann noch hier runter. Oh, nein. Mein Tod ist grausam. Nein, ich bin tot. Doch, ich bin tot. Bin ich aus Versehen am glitschigen Untergrund des Wasserfalls ausgerutscht. Beziehungsweise mein Pony ist schuld und es ist aber nichts passiert. Das sind unsere Seelen. Alles gut. So, jetzt lass uns mal schauen. Was ist jetzt hier Phase? Noch mehr von den Ekelhaftigkeiten. Oh, geil. Problem werden. Vorsichtig. Handbuch des großen Herrschers. Was wusste der denn, was wir nicht wissen? Schwerer Steintopf. Das ist doch schön. Was sehen wir von hier oben noch? Da unten ist irgendwas Ekliges. Da geht es auch noch auf die linke Seite rüber. Aber da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Da geht es rechts lang. So, wir wollen jetzt hier geradeaus. Hupfen ist da. Oh, jetzt ist der Controller wieder ein bisschen komisch gerade. Hallo? Hallo, hallo? Seht ihr das? Jetzt geht's wieder. Also dann geradeaus. Und da auf diesen Wegen ist nichts. Dann können wir guten Gewissens hier runter. Naja, haben wir doch was Schönes gefunden. So, jetzt sind wir hier am Ende. Da ist ein Wasserfall. Oh, warte. Das ist ein Boss, ne? Das ist eine Riesenlanguste. Aber wenn der einer ist, bedeutet das, dass man da auch hinkommt.
Wir müssen uns erstmal wieder mit diesen ekelhaften Vögeln auseinandersetzen. Unangenehmes Getier. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Languste da raufhüpfen kann. Das weiß ich nicht. Okay. Da ist wieder ein Vogelbrut. Hallo. Guck mal, der geht nicht auf. Aber das ist ein bisschen befriedigend, wenn man die aus der Luft holt. Das ist ein gutes Gefühl. Also da ist noch der Langustenkönig, aber ich glaube, wir laufen gleich zurück. Wir gehen jetzt hier runter. Das wird ein bisschen flacher. Dann können wir hier ohne Probleme runter. Da ist der nächste Wasserfall. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen den Langustenkönig. Aber. Und schäbig wie ich bin, interessiert mich überhaupt nicht, was der von mir will. Okay. Was ein schlechtes Timing, ey! Okay, Mann. Ey, ne, jetzt habe ich schon so, ich habe den einfach komplett überhaupt nicht ernst genommen. Das hat man dann davon. Man muss seinen Feind immer respektieren, und wenn er noch so unbedeutend erscheint. Hallo, ist hier irgendwas? Leuchtet, aber ist nichts passiert, ne? Mal schauen. So. Naja, das war jetzt nicht so spektakulär. Der Langustenkönig war auch in die Jahre gekommen. Er hat jetzt auch seit vielen Jahrhunderten gar nicht mehr ein Krabbenbein vor die Höhlentür gesetzt und saß dann nur mit seinen wenigen Gedanken, die er so haben kann, in seinem kleinen Langustenhirn. Er hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass er jetzt tot ist. Schaut mal einer an. Da ist noch eine Gnade. Das ist interessant. Hier gibt es auch wieder so Rehe. Ist vielleicht hinter dem Wasserfall etwas verborgen. Das Reh verfolgt mich. Toll. Warum ist immer so, ach, sich vom Pferd aus darf ich das nicht. Diese Mopskette nochmal auf den Boden schleudern. Aber das ist, ich hätte nicht gedacht, dass das dann doch noch so umfangreich ist. Jetzt können wir mal wieder rausnehmen. Ich habe natürlich eine komplett falsche Abmischung meiner Items jetzt. Logischerweise habe ich jetzt hier kein Holy Schwert Bild. Das hatte ich einfach nur noch in die Hand genommen, weil es so schön war. Was hat er denn? Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könne seine Passagiere. Alles klar. Da waren wir ja schon. Entschuldigen Sie bitte, hier waren wir schon, aber sowas von. Also da, wo wir jetzt hinkommen. Also hier waren wir natürlich noch nicht, aber. Wir sind mit diesem Sarg doch schon dahin gefahren, oder nicht?
das hier. Und kurz gucken, was brauche ich noch? 75.000 Mark. Was habe ich denn an Leckerlis hier? Mal gucken, 75.000. Ledersrune, 40. Ah, ne, das wird jetzt noch zu nervig. So, warte mal, dann musst du, oder... Wie ist das? Ich bin doch schon mal einmal runtergefahren mit so einem Sarg. Okay, pass auf. Hier waren wir doch. Come on. Oh, da ist noch ein Feuertopf. Aber ich kann keine Töpfe mehr bauen. Aber den kann man vielleicht auch so platt machen. Ich weiß es nicht. Hier waren wir 100 pro schon. Und jetzt? Haben wir da Feuertopf, Mann. Und eine Krabbe. So, was ist die beste Waffe gegen... Eigentlich müsste ich ja vielleicht eine Eiskatana nehmen, oder? Was ist die beste Waffe? Warte mal, war das der, gegen den ich gar keinen Damage gemacht hatte? Ah, ja, ja. Ein bisschen Damage machen wir. Oh, das kann dir richtig lange dauern. So. Ah, ich wusste es. No, wo ist das Ding? No, wo ist es? Hier. Jetzt wieder Unannehmlichkeiten? Nein. Ich bin gesprungen, ich schwöre. Oh, ich habe gerade ein Delay. Glaube ich. Was ist mit dem Pad heute komisch? Lange, ne? Das ist irgendwie so hart.
warte, wo war das jetzt? Fuck. Wo warst du da? So. Ins Gehirn. Tschüss. Geduldsprobe ist das jedes Mal. Smaragdgrüne Geheimnistränen und ein, was auch immer ich mit dem Ofengesicht mache, hebt alle Ausdauerkosten im Arzneigemisch auf. Hebt alle Ausdauerkosten auf? Wie soll ich das verstehen? So, jetzt haben wir den auch. Aber den kennen wir doch schon, oder? Das war doch jetzt nichts Neues. Und da ist Johnny Riesenschwinge. Da, der da. Weiß nicht, ob wir noch einen Feuerriesen irgendwo vergessen haben, aber das war in jedem Fall einer der letzten. Das glaube ich schon. Hier dürften wir überall schon gewesen sein. Alles andere würde mich sehr verwundern. Und hier sind wir schon durchgaloppiert. Vor langer, langer Zeit. Ja, genau. Da geht es jetzt hier in dieses blaue Tal. Okay. Guck mal hier. Das himmelblaue Ufer geht das nämlich hier. Hier waren wir schon. Wunderschön. Okay. An dieser Stelle haben wir schon 2,5 Stunden Folge geballert. Machen wir eine Pause. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viel noch abgearbeitet. Ein paar Sachen noch gesehen, gefunden, die wir noch nicht hatten. Und wir nähern uns immer mehr dem Punkt, an dem wir diesen Baum abbrennen. Ich vermute, dass sich nach dem Abbrennen des Baumes das Endgame zeigt. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wir haben natürlich noch eine Menge vor uns. Wie weit die Reise noch geht, es ist unmöglich vorherzusagen. Ich bin ja der Erste, der Elden Ring spielt. Und niemand weiß es bislang. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.